Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer Galaxie far, far away. So hieß sie. Dort lebten die Jedi-Ritter. Die Jedi-Ritter waren große, starke Männer mit Penissen so groß wie Baumstämme. Doch sie waren sehr knapp. Von der Existenz, von der Anzahl. Jedenfalls gab es noch einen letzten und der hieß Benneken. Ich bin Benneken! Ich muss einen ausbilden! Luke! Ja! Ein Luke kam aus den Bäumen geschnellt. Er hat ihn noch nie zuvor gesehen. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen! Bist du Luke? Ja, ich bin Luke Skywalker. Schön. Ich lerne dir jetzt alles. Und er lernt ihn alles. Ich kann alles. Ich habe dir alles gelernt. Doch ihre Mission kam bald. Hallo, ich bin ihre Mission. Ah, gut, darf ich mal lesen? Oh nein! Das Vader! Und der finstere Imperator! Nein, und das finstere Imperator! Sind zurück oder wieder da oder überhaupt erstmal. Jedenfalls machen die Böses und wir müssen die aufhalten, Luke! Ich werde dich unterstützen, Mann. Ja, ich werde aber sterben, ach, das darf ich ja noch gar nicht sagen. Ich sag's schon vorher. Hä? Ich bin dein Vater, du bist mein Vater, ne? Nein, der ist dein Vater, ach, das darfst du noch gar nicht. Komm, wir fliegen einfach hin. Und sie flogen wie der Wind schnell wie ein Kind dahin und waren plötzlich da. Nein, erst sind die noch im Cockpit. Das wird nämlich eine Herausforderung, ein bisschen diesen Hall hinzukriegen, als wenn die im Cockpit sind. Oh, wir sind im Cockpit, Lu! Ja, ich hab ihn gefangen. Ich geh in den Gien. Nein, du musst wie Luke weiterreden. Ich hab einen Stimmenwechsel, Mann. Ich bin gay. Cool, also bist du urhässlich. Du siehst aus wie so ein Mark Hamill, nur damit er hieß. Nein, hör auf damit! Hör auf damit! Hab ich dir das gelernt? Das ist stimmt, das hab ich aber gar nicht erwähnt. Du darfst nicht wütend werden und nie Angst haben. Und nie Leute auf Spaß machen. Das Beste so ein Bilder. Der Vater. Flieg mal nochmal hin. Und sie flogen dahin und plötzlich waren sie da. Wir sind da! Juhu! Ich habe euch bereits erwartet. Ich bin das Vader. Manche nennen mich auch das Tier vom Mond. Aber ich bin das Vader. Bist du es, Vater? Das weißt du noch gar nicht. Oh. Bist du es, Vader? Jetzt geh das mal weg, ich muss hier mit Benedikt kämpfen. Oh. Okay. Er zog sein Lichtschwert. Ich werde dich eines Tages besiegen! Hey, einer von uns beiden stirbt jetzt, ne? Weißt du aber, ne? Oh, bin noch gar nicht bereit! Ich hab nämlich noch gar keine frischen Unterwäschen an! Zu spät! Und Luke musste alles mit ansehen. Hey, Luke! Benedikt hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt musst du sagen, nein, ihr Schweine hier, und fliegst mit der Zeitmaschine ins Jahr 55 zurück. Nein, ihr Schweine, und fliegt mit der Zeitmaschine ins Jahr 55 zurück. Und er flog ins Jahr 55 zurück und brachte seine Eltern sich zu verlieben, und dann war er wieder da wegen dem Blitz. Endlich kommt unsere Stunde, ich bin übrigens dein Vater. Lass uns kämpfen. Dann hackte er ihm die Hand ab, also der Böse dem Guten, also der Darsten. Luke! Also! Der Imperator schläft! Und plötzlich kam der Imperator und fragte, wer ihn wach gemacht habe. Ich habe dich erwacht! Skywalker! Der hat dich wach gemacht, der weiß auch schon, dass der mein Sohn ist! Oh Gott, ich hab mich an die Los, Luke! Werd endlich böse! Alles ist passiert, wie ich es vorausgesehen habe! Doch Luke glaubte immer noch, dass das Vader gut war. Das Vader ist nicht gut! Ich glaube an deine gute Seite! Ja, du hast recht! Er schmiss den bösen Imperator ins Klo!
Ja, du hast recht, mein Sohn. Wenn es dir gut ist, ich sterbe jetzt immer. Nimm die Maske auf. Ende. Noch im selben Jahr flogen die Rektanier zurück auf Rektal 5, wo der Beefy-Krieg war. Und Luke kehrte zurück in ein Moor aus Sumpf. Dort lernte er Jojo kennen. Man kann schon ermüden, die Geschichte. Jedenfalls kehrte sich so alles seinem guten Schicksal zu. Bis der Imperator wiederkam, doch das ist eine andere Geschichte. Und die spielt in der Vergangenheit. Tschüss.